Ich unterstütze die Petition gegen das Staatsschutzgesetz, weil wir uns derzeit in einer medialen Umbruchssituation befinden, in der jetzt die Weichen gestellt werden für die Zukunft, für unsere zukünftigen Freiheiten und auch Begrenzungen. Und vielen Menschen ist derzeit einfach noch nicht klar, was ganz klar ist in dieser Umbruchssituation, worum es eigentlich geht und was auf dem Spiel steht. Und deswegen bin ich dabei und hoffe, dass viele Menschen sich anschließen. Etliche Dinge, die mir Sorgen machen beim kommenden Staatsschutzgesetz, und ich denke, dass das, was dort vorbereitet wird, verglichen werden kann mit dem Unrechtsstaat, den zum Beispiel die DDR dargestellt hat. Ich denke, Vergleiche mit der Stasi sind durchaus angebracht in diesem Fall. Wenn der Staat also plant, ein System aus bezahlten Spitzeln zu installieren, dann heißt das, dass man willentlich in Kauf nimmt, dass das Vertrauensverhältnis von Ehepartnern, von Freunden, von Familien auch bei einem vielleicht nicht zu rechtfertigen und ja auch ohne richterliche Kontrolle vorgenommenen Verdacht geopfert wird. Und das macht mir große Sorgen. Für mich ist es ein permanentes Verhandlungsverhältnis, was ganz klar ist. Einerseits nutze ich beruflich sehr viele Vorteile einer vernetzten Situation, etwa beim Verwenden von digitalen Medien in der Lehre. Und gleichzeitig ist mir natürlich auch bewusst, inwiefern ich mit all diesen Verwendungsformen auch selbst Informationen über mich immer wieder veräußerliche, gerade wenn ich Systeme nutze, die nicht an der Uni untergebracht sind, da einfach die begrenzten, die Möglichkeiten dessen, die ich habe hier als Uni-Mitarbeitende, begrenzt sind. Und ich weiß selbst nicht so recht, welche Art von Infrastruktur ich mir wünsche. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass ein Diskurs in Gang kommt und dass Leute sich gegenseitig auch beibringen, was sie können, um selbst ihre Privatsphäre zu schützen. Ich frage mich immer wieder, was die Entscheidungsträger eigentlich selbst von diesem Gesetz halten, und stelle wirklich in Frage, dass sie verstehen, was sie da möglicherweise mit verabschieden werden, weil einen solchen Staat kann man eigentlich nicht wollen. Und deswegen hoffe ich, dass die sich in Kenntnis setzen über das, was da wirklich geplant ist, weil aktuell möchte ich das direkt in Zweifel ziehen, dass die Abgeordneten bisher in der Lage sind, darüber zu entscheiden, weil sonst müsste der Aufschrei schon längst viel größer sein.